Mithilfe des elektronischen Bremssystems EBS lassen sich Brems- und Anfahrvorgänge von Nutzfahrzeugen optimieren. Das Antiblockiersystem ABS erfasst über Sensoren die Drehzahl an allen Rädern und regelt während des Bremsvorgangs den Bremsdruck einzeln an jedem Rad. Das Blockieren des Rades wird verhindert. Die Seitenführungskraft bleibt erhalten und das Fahrzeug ist auch bei einer Vollbremsung richtungsstabil und lenkbar. Auch der Bremsweg verkürzt sich, jedoch nur mit voll durchgetretenem Bremspedal. Aus den im elektronischen Steuergerät gesammelten Informationen von Fahrzeuggeschwindigkeit und Referenzgeschwindigkeit berechnet das Steuergerät den Schlupf jedes einzelnen Rades. Aus den Signalen wird dann die Blockierneigung der einzelnen Räder ermittelt. Die Drucksteuerventile werden angesteuert und regeln den Bremsdruck in den einzelnen Bremszylindern bis zur Blockiergrenze. Die Antriebsschlupfregelung ASR verhindert das Durchdrehen der einzelnen Antriebsräder beim Anfahren oder Beschleunigen. Beim Durchdrehen nur eines Rades der Antriebsachse wird durch Abbremsen des durchdrehenden Rades der Antriebsschlupf verringert und das Differential leitet das verbleibende Antriebsmoment zum Rad mit Bodenhaftung weiter. Für die ASR-Bremsregelung nutzt das Steuergerät dieselben Raddrehzahlsensoren wie für das ABS. Die ASR-Motorregelung und die ASR-Bremsregelung werden im EBS miteinander kombiniert. Die Wirkung geht jedoch nur auf die Antriebsräder. Für die ASR-Motorregelung gibt das EBS-Steuergerät ein Signal über den Powertrain Manager, PTM, an das Motorsteuergerät EDC, Electronic Diesel Control. Beim Durchdrehen beider Räder der Antriebsachse erfolgt eine Reduzierung des Motordrehmoments und damit des Antriebsschlupfes. Die Mehrfachnutzung identischer Sensoren im Verbund mit intelligenter Systemvernetzung fördert die Entwicklung von Sicherheits- und Komfortsystemen.